Hallihallo, meine Lieben. Wir fragen jetzt mal die Karten, was fühlt denn ihr dein Herzensmensch gerade Schönes für dich? Oh nein, der Hund ist unter den Tisch gefallen. Oh. Okay, Moment. Ich muss mich mal kurz bücken. Oh, wir haben ein Treffen. So, jetzt sind die Karten alle hier verstreut. Naja, gut, das war mal wieder Vorführeffekt von Freya, ne? Aber egal, wir sind authentisch, ne? Und wir lassen das natürlich auch hier drauf. Oh, da ist er auch gefallen. Na, mal gucken. Also, was fühlt dein Herzensmensch gerade hier für dich? Also, hier haben wir schon mal. Oh, er denkt schon mal über ein freundschaftliches Treffen nach hier. Das guckt er sich aber noch mal an, ne? Und wir haben hier noch ein paar Unklarheiten, ne? Die werden vielleicht noch in dieser Begegnung sein. Oder es ist eben halt einfach noch unklar, ne? Ob hier eine Begegnung stattfindet. Wir haben hier noch Entscheidungen, die dein Herzensmensch trifft. Er schaut auf diese Entscheidungen. Ich mache das mal so. Ich hoffe, man sieht das alles. Ja. Und er hat natürlich auch hier noch Ängste, ne? Und die belasten ihn hier. Und enttäuschen ihn aber auch selbst in seinem Inneren, ne? Also, auf die Frage, was fühlt dein Herzensmensch hier für dich, kann ich dir schon mal sagen, er will hier die Entscheidung treffen, aber das ist noch so ein bisschen im Unklaren, ob er sich hier freundschaftlich mit dir trifft, weil in seinen Rücken haben wir aber noch die Ängste und Belastungen im Inneren, die ihn aber auch selbst immer wieder enttäuschen, ne? Und ja, die enttäuschen ihn und der fühlt sich gar nicht so richtig damit wohl mit dieser Sache. Ja, und das fühlt dein Herzensmensch. Und wir haben ja aber eine große Anziehungskraft zu dir, ne, aber Unruhe in den Gefühlen. Und die Entscheidung, die wird auf jeden Fall erfolgreich werden, ne, weil die Sonne hier mit dabei ist. Ja, meine Lieben, da wünsche ich euch eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Ciao.